Hast du andere Vorteile verspüren können, als du mit der Carnivore-Ernährung angefangen hast, außer dass sich dein Magen-Darm-Trakt stabilisiert hat? Ja. Ja, klar. Also ganz eindeutige Vorteile. Also für mich auch so ein bisschen der Hauptvorteil natürlich neben der Darmgesundheit ist einfach die sehr konstante Energie. Also ich habe normalerweise eine sehr starke Mittagsschläfrigkeit. Also bei mir ist es oft so, dass ich nachts 6 Stunden schlafe und dann am Nachmittag noch mal 1,5 Stunden schlafe. Was natürlich auch nur funktioniert, weil ich keinen klassischen Bürojob habe. Aber ich werde immer sehr schläfrig am Mittag. Und wenn ich jetzt zu 100% Carnivore unterwegs bin, also sprich ketogen unterwegs bin, weil ich schon denke, dass die klassische Carnivore-Diät sollte schon eine ketogene Diät sein, dann habe ich einfach einen wirklich komplett konstanten Energielevel für den ganzen Tag über, auch deutlich besseren Schlaf. Ich habe auch das Gefühl, zum Beispiel gerade beim Krafttraining, dass ich durch, also ich habe ja noch nie in meinem Leben mit Kreatin supplementiert, aber ich esse halt pro Tag vielleicht 1,2 Kilogramm Rindfleisch. Ja? Und ich glaube, in einem Kilo Rindfleisch, du weißt es wahrscheinlich besser als ich, aber ich glaube, man hat so 5 Gramm Kreatin oder so. Mindestens. Und das heißt, es geht dann schon fast in Mengen, die man, wenn man supplementieren würde, was man dann nehmen, ich weiß nicht, 5 bis 10 Gramm täglich, keine Ahnung. Aber ich habe schon das Gefühl, dass ich rein vom Krafttraining, gerade so Sachen wie Bankdrücken, Deadlift und so weiter, dass ich davon profitiere. Und obwohl ich jetzt Ausdauersportler bin, habe ich eigentlich relativ ordentliche One-Rep-Max. Also ich hatte zum Beispiel mal, als ich wirklich rein Carnivore war, mein One-Rep-Max für Deadlift, das waren so 260 Kilo, also eigentlich schon ganz ordentlich. Und Ordentlich. bei Bench bin ich aktuell auch noch so bei 135 oder so. Ich glaube, bei 86 Kilo Körpergewicht. Also, obwohl ich eigentlich Ausdauersportler bin, ja, Wie groß bist du? ich bin 1,86. 86. Ja, du bist nicht klein, ja. Okay. Ja, aber ich habe einfach das Gefühl, dass das Kreatin, ich meine, ich glaube, du kennst dich mit Sicherheit diese ganze metabolische Geschichte deutlich besser aus als ich, aber gerade sowas wie One Rep Max Bankdrücken, das ist ja wirklich nur Phosphor-Kreatinspeicher im Muskel. Ja, und wenn einfach da die Kreatinreserven aufgetoppt sind, also gerade eben mit 1 Kilo Fleisch pro Tag, dann merkt man halt einfach, dass das geht halt komplett ohne Carbs. Ja, also dafür, für das Maximalkrafttraining, was jetzt Bodybuilder wahrscheinlich weniger machen, aber was für mich natürlich als Sportler interessanter ist, weil man ja nicht so massig sein will als Ausdauersportler. Also wenn man wirklich nur Maximalkrafttraining macht, glaube ich, kann man tatsächlich von der Carnivore-Ernährung profitieren. Ein interessanter Punkt, weil ich habe mit Maximalkraft auf Carnivore-Ernährung nicht rumexperimentiert. Wenn ich aber in der ketogenen Start, wenn ich ketogen bin, wenn ich gar keine Carbs esse, merke ich immer, dass bei den 9. Wiederholungen immer Schluss ist. Ja. Man hat immer noch Kraft, aber nach den 9. Wiederholung ist es vorbei. Also, Deswegen. ja, ich geb dir total recht. Bei mir ist es einfach auch so, ich merke, dass die ketogene Diät also gerade für so extrem glykolytische Sportarten, also wenn du jetzt sagst, zum Beispiel 10 Kilometer laufen, ja, wo du, sagen wir mal, wenn du gut bist, bist du, sagen wir mal, 35 Minuten oder 40 Minuten unterwegs, also da bist du dann wahrscheinlich schon in den Top 5 oder Top 2% von den Läufern. Aber sowas ist einfach nicht realisierbar mit einer ketogenen Diät. Es kann sein, dass wenn man sich über 5, 6 Jahre ketogen ernährt, dass man dann irgendwann so fat adapted ist, dass man vielleicht auch sag ich mal, bei einem Durchschnittspuls von 170, 180 Schlägen pro Minute trotzdem noch 80 oder 90% der Energie aus den Fettreserven holt. Bei mir funktioniert das aber nicht. Ja. Also ich habe mal eine Atemgasanalyse machen lassen, also so eine Spiroergonometrie, wo man einfach auf dem Laufband unterwegs ist und dann sieht man relativ genau, okay, ab welcher Intensität wechselt der Körper von überwiegend Fettstoffwechsel zu überwiegend Kohlenhydratstoffwechsel. Und ich habe dann für mich festgestellt, okay, mein Sport ketogen funktioniert leider nicht. Ja. Also es wäre schön, wenn es funktionieren würde. Es hört sich auch so gut an, aber ich glaube, dass es für bestimmte Sportarten einfach nicht geeignet ist. Ja. Aber du meinst jetzt, für Kraft würde es gehen,
zumindest für Maximalkraft, es geht eher für Ausdauer nicht, weil du machst. Genau, ja. Also ich würde sagen, für Maximalkraft ist es gar kein Problem. Für Ausdauer ist es auch kein Problem, wenn man sich jetzt zum Beispiel Dinge anschaut wie Ultrarunning. Ja? Also Leute, die jetzt nicht bloß 20 Kilometer laufen, sondern 100 Kilometer, weil dann einfach die ja wirklich dann, die bewegen sich ja dann eher in Zone 2 oder Zone 3, also in dem Pulsbereich, wo man wirklich überwiegend noch Fett verbrennt. Ja. Was ist das für ein Pulsbereich? Das sind im Normalfall bis 68% vom Maximalpuls. Also man ist irgendwo, glaube ich, zwischen 60% und 68%. Das wäre jetzt bei jemandem, ich weiß nicht, wie alt du bist, ich bin 36. Bei mir wäre jetzt zum Beispiel Zone 2 zwischen, sagen wir, zwischen 130 und 150 Schlägen. Aber der Maximalpuls ist ja der ist ja so individuell. Ja? Also es gibt Leute, die haben Maximalpuls von 220 und es gibt andere, die haben Maximalpuls von 170. Ja? Aber Daumenregel würde ich sagen, irgendwie so 65-70% von deinem Maximalpuls. Da bist du im Normalfall noch in Zone 2. Und Zone 2, da verbrennst du halt überwiegend Fette. Du siehst es vielleicht, wenn du ins Gym gehst und wenn es noch irgendwie diese alten Laufbänder gibt, die haben dann noch so eine Abbildung, so einen Graphen und da steht dann da so Fat Burning Zone. Und das ist im Normalfall, das sind eben diese unteren Pulsbereiche, wo man dann eben so unter 70% Maximalpuls ist. Genau. Also diese Dinge sind mit ketogener Diät natürlich möglich. Bei einem Wettkampf ist es natürlich so, meine Wettkämpfe zum Beispiel, die dauern zwischen 30 und 65 Minuten. Und es ist natürlich 65 Minuten am Anschlag, ja, wo du wirklich Vollgas gibst. Und du hast halt vielleicht einen Durchschnittspuls von 100, sagen wir, von 180 oder 175. Und leider funktioniert es halt eben nicht mit der Fettverbrennung. Dafür ist einfach der Stoffwechselvorgang zu langsam. Und es ist einfach effizienter, die Energie eben aus Carbs zu gewinnen. Also deshalb für mich so festgestellt, und ich habe die letzten Jahre relativ viel rumexperimentiert, ich glaube, so dieser ketogene Allrounder-Sportler und so weiter, ich glaube, das ist eher so ein Mythos. Ich finde, das funktioniert beim Maximalkrafttraining, kann das funktionieren, und es funktioniert bei Ausdauersportarten, wo man sich im unteren Intensitätsbereich bewegt, also zum Beispiel bei Ultraläufen oder sagen wir mal bei extrem langen Fahrradfahrten oder bei irgendwelchen anderen Sportarten, wo man einfach nicht so an diese Pulsspitzen geht. Wobei, wo du das jetzt sagst, ich habe einen Kollegen, das ist ein Kraftsportler, ja, ist ein Powerlifter. Ja. Der hat das auch probiert und der hat einen ziemlich heftigen Kraftabsturz erlitten, wobei auch ich weiß nicht, in welchem Bereich trainiert er, so 3 bis 5 Wiederholungen. Ja. Irgendwie so. Ich denke, da muss man einfach sich etwas mehr beschäftigen, etwas mehr Daten sammeln. Ja. Weil ich sage, ich bin mir da auch nicht sicher. Vielleicht, wie du schon sagtest, tatsächlich, wenn du wirklich in den geringen Wiederholungsbereich trainierst, die Kraft dadurch nicht verloren geht. Allerdings, was mein Problem ist, was Bodybuilding angeht, du bist sehr von Glykogen abhängig. Sehr, sehr von Glykogen abhängig. Und wenn du zu wenig Glykogen hast in den Zellen, in den Muskelzellen, du hast keinen Pump. Ja. Du hast keine Lust, weil Pump heißt auch Lust. Ich habe ein Riesenproblem dann mit dem Schlaf. Ich habe das Gefühl, dass mein Körper krampfhaft versucht, Glykogen zu machen. Aus allem, was da so im Körper gibt. Und der Körper ist dann ziemlich gestresst. Und wie gesagt, wenn ich ketogen bin, nach 4 Stunden, schlafen tut man gut ein, aber nach 4 Stunden wacht man auf. Und man weiß automatisch, man schläft nicht mehr ein, weil der Puls hochgeht, es wird einem warm und ich habe so das Gefühl, dass Körper da gerade in dem Moment einfach Glykogen macht. Ich habe das auch sogar messen lassen, gemessen mit den Blutzucker-Tracker und ich sehe einfach, wie der Blutzucker nach unten geht, nach unten geht, nach unten geht und dann, bis du aufwachst und dann ungefähr eine Stunde dauert es, bis Glykogen gemacht wird, bis Zucker gemacht wird und dann schläfst du wieder ein. Also es ist immer so, du bist aufgewacht, Stunde, eineinhalb Stunden gelegen und dann bist du wieder eingeschlafen. Wo der Blutzuckerpegel wieder IO war, da warst du fähig, wieder einzuschlafen.